Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal All About Classic Shaving. Es ist wieder Sonntag und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Ja, es ist wie immer Sonntag und ich habe wie immer tolle neue Produkte mitgebracht. Ich war ja, was ein paar Sätze von mir dazu. Ich war ja einige Zeit nicht online, also online war ich schon, habe aber keine Videos produziert, nichts hochgeladen. Und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Also bei mir ist soweit alles wie immer, alles in Ordnung. Es hat nur zeitlich nicht so gepasst. Also vielleicht eine kurze Erklärung dazu. Ich hatte privat viel um die Ohren im positiven Sinne. Und da hat das mit den Videos einfach nicht gepasst. Nichtsdestotrotz war ich online, habe Videos geschaut, habe mich weiterhin rasiert und alles ist seinen gewohnten Gang gegangen. Jetzt habe ich in der Zwischenzeit Abonnenten dazu gewonnen. Jetzt erstmal an dieser Stelle. 1000 Abonnenten habe ich. Vielen Dank an dieser Stelle für die Treue, für das weiterhin Folgen, für das Videos schauen, liken und Kommentare schreiben. Ich habe auch ein überwältigendes Feedback bekommen an Anfragen. Was ist mit dir? Wann machst du Videos? Fragen zum Video, im Video, nach dem Motto hier, was sind das für Klingen? Wie gehen die? Was hast du denn da für eine Empfindung? Wie rasiert der Rasierer da und dort? Und in der Quintessenz, mach doch mal wieder Videos und wir würden uns sehr freuen. Ich habe ganz viele Kommentare beantwortet. Seid mir bitte nicht böse, wenn ich den einen oder anderen nicht beantwortet habe und nicht in letzter Instanz alles beantwortet habe. Ich habe versucht, alles zu beantworten, es so gut wie möglich zu machen. Aber der eine oder der andere wird mir dann durchgerutscht sein. Entschuldigung an der Stelle, es war keine Absicht. So, es war die kurze Vorrede dazu, aber ich habe auch mal wieder wirklich Lust, Videos zu machen. Ich fand, das war immer ein schönes Ritual. Also wie immer, wir haben ja heute Samstag. Das Video muss gefilmt werden, die Aufnahmen müssen gemacht werden. Dann kommt der Videoschnitt und dann muss das Ganze noch hochgeladen werden. Und ich hatte ja immer Videos sonntags um 7 Uhr bereitgestellt, 7 Uhr morgens. Das möchte ich auch weiter beibehalten und möchte das so pflegen. Und deshalb heute ist Samstag. Euch allen ein schönes Wochenende. Und ich möchte mal wieder ein Video bringen. So, das waren die kurzen, einleitenden, erklärenden Worte. Ich hoffe, das hat das Ganze ganz gut wiedergespiegelt, was so in der letzten Zeit passiert ist. Und dass es jetzt mal wieder losgeht und dass wieder Videos kommen. Was ist vielleicht noch, das wird euch gar nicht so berühren. Vielleicht seht ihr es dann, wenn ihr euch das Video anschaut. Was hat sich sonst noch geändert? Ich werde versuchen, jetzt unter Windows Videoschnitt zu machen. Also ich habe immer noch hier ein iPhone 13 Pro, mit dem die Videos aufgenommen werden. Das ist eine sehr, sehr gute Bildqualität. Die Filme sind toll, das Material ist toll. Aber ich versuche jetzt den Videoschnitt unter Windows. Also insofern, falls das Design oder das Ganze ein bisschen abweicht, habt Gnade mit mir. Das sind meine ersten Versuche, unter Windows Videoschnitt zu betreiben, aber ich werde das hinbekommen. Ein bisschen Training und dann wird das schon gelingen. So, jetzt war wirklich Schluss. Ich schaue hier oben drauf, 3 Minuten. Ich hatte mir extra gesagt, ich sage mal 1, 2 Minuten dazu, zu dem Stand, was so passiert ist und dem Ganzen. Das habe ich ja fast geschafft. Also, ich würde sagen, wir starten mal. Wie man hier zu sehen ist, hier an meinem Handtuch. Ich bin noch etwas geschwitzt. Ich habe gerade hier links ist die Dusche. Ich habe heiß geduscht. Das Bad sollte schon ein bisschen gewaschen und vorbereitet sein und weich, vielleicht von dem Dampf und von dem Wasser. Und jetzt bin ich vorbereitet und wir können starten. Was habe ich denn für Produkte und was wird es denn heute geben? Ich fange mal vorne an, wo ich mal wieder Lust drauf hatte. Der hat auch lange in meinem Schrank gestanden und ich habe ihn nicht verwendet. Und zwar bei dem Rasierhobel fange ich an. Das ist mittlerweile Mainstream. Ich dachte mal zwischendurch, er entpuppt sich so wie der Gillette Heritage zu so einem einmaligen Superkauf. Wollte ihn auch schon in Amerika bestellen, aber dann war er überall verfügbar. Und jetzt Rossmann und was weiß ich, wo auch immer ist er überall zu kriegen. Um wen geht's? Um den King C. Gillette Hobel. Habe ich auch hier die Packung. So sieht sie aus. Kommt in so einer Papierschachtel her, sind 5 Klingen drin und der Rasierhobel. Eine ganz schlichte Verpackung, einfach nur Pappe, für mich absolut ausreichend, also da muss nichts Wertiges her. Und der Rasierhobel, den finde ich super, war auch schon in anderen Videos, der ist super schick, der ist hier so ein bisschen gerillt, liegt gut in der Hand, ist schön schwer, ist natürlich ein geschlossener Kamm, also ich liebe geschlossene Kämme. Das sind meine sanften Hobel, die aber nichtsdestotrotz gründlich sind, weil oftmals wird ja auch gesagt, der geschlossene Kamm, der ist nicht so gründlich und der offene,
der nimmt mir Haare weg. Ja, vom Grunde her ist das vielleicht so, wenn man einen Vollbart hat und rasiert sich, aber wie jetzt bei mir ein, zwei Tage Bartwuchs in meiner nicht ganz so dollen Bartqualität, da ist ein geschlossener Kamm bei mir genauso gründlich. Also wenn ich mich alle ein, zwei Tage rasiere, ist der genauso gut. Also bei mir wird es überwiegend den geschlossenen Kamm geben. Und heute der Gillette King C. So, das ist der Rasierhobel. Das ist natürlich da drin, war auch in der Packung drin, auch von King C. Gillette gibt es auch die Klingen. Wie schon gesagt, das sind fünf Stück drin. Die sind in so einer weißen, in so einem weißen Papierchen. Was ich immer so ein bisschen doof finde, ist hier auch so, da sind so vier Wachspunkte drauf. Finde ich immer so ein bisschen doof, das dann da rauszufriemeln. Habe ich immer Angst, dass ich mir den Finger schneide. Das ist noch nicht passiert oder ich glaube noch einmal. Am Ende ist aber auch der Wachs so ein bisschen in dem Rasierhobel drin. Klar, mit warmem Wasser und Seife kann man es runter machen, das ist kein Problem, aber müsste für mich nicht dran sein, ist hier drin, ist aber auch jetzt hier kein Showstopper an der Stelle, weshalb ich sagen würde, die Klingen gehen nicht. Wenn ich die Klinge noch richtig in Erinnerung habe, war es auch eine gute Standardklinge. Ist im Supermarkt ein bisschen überteuert, natürlich im Vergleich zu Amazon, wo man sonst so schaut im Internet. Also ich weiß nicht, wie viel in der Packung drin sind. Im Verhältnis sind sie relativ teuer, natürlich im Vergleich zum Systemrasierer sind sie günstig. Aber gut, die Klingen kommen heute, die sind da drin. Was wird es denn sonst noch geben? Hatte ich auch mal wieder super Lust drauf, hatte ich lange nicht mehr. Die Cella-Creme, also die ganze Cella-Linie. Cella ist eine Rasierseife hier, kommt in so einem Tiegel. Für mich fast ein bisschen zu kleiner Tiegel, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich aufschäume. Da fehlt schon so ein bisschen was, da passt ja kaum ein Pinsel rein. Also rechts und links läuft der Schaum drüber. Ich schlage dann sowieso im Tiegel fertig, aber der könnte größer sein. Aber jetzt kommt ja die eigentliche Eigenschaft. Der Geruch ist toll. Also warum ist der Geruch toll? Das riecht nach Mandeln, nach Marzipan. Für mich ein unglaublich toller Duft. Und das werdet ihr auch sehen, auch ein toller Schaum. Also Cella Rasierseife. Was wird es sonst noch geben? Natürlich auch von Cella das Aftershave. Es riecht ein bisschen anders. Natürlich hier sind die Duftstoffe in Alkohol gebunden, in der Seife natürlich nicht in Alkohol, deswegen ist ein bisschen ein anderer Geruch. Total old-fashioned, also ich finde es total toll und riecht ein bisschen anders, passt aber dazu, deswegen gehört es auch dazu. Das ist das Aftershave hier von Cella. Hinterher noch, damit die Haut feucht ist. Ich habe gerade so ein bisschen trockene Haut, das ist Winter. Hinterher kommt noch auch von Cella der Aftershave Balsam. Da bin ich super gepflegt, dann ist die Haut wieder feucht und dann geht es in den Tag. Muss ich mir mal umschauen. Ich glaube, das letzte Produkt, was noch fehlt, ist der Rasierpinsel. Hatte ich auch wieder Lust drauf. Perfekt für das heutige Video. Was gibt es denn heute? Heute gibt es den Razor Rock 400. Hat oben so einen ganz zarten Knoten drauf, ist total angenehm. Also wenn das Ding hier noch feucht ist und aufgeschäumt, das ist wirklich wie so eine sanfte Gesichtsmassage. Razor Rock 400, langes Griffstück, auch immer toll, passt gut in den Tiegel rein, super Ding. So, ich würde sagen, jetzt muss ich mich gerade mal umschauen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz aus dem Bild. Mein Tiegel steht da hinten, kleinen Moment. So, den hatte ich vergessen, mir hinzustellen. Es gibt hier meinen weißen Erbetiegel. Da habe ich gar nicht viele Tiegel. Also ich habe einen grünen Proraso-Plastiktiegel und einen weißen Erbetiegel aus der, ich glaube, Müller-Drogerie. Der wird heute zum Einsatz kommen. Der kommt auch hier unten hin. So, mit was starten wir? Die Produkte sind wir einmal durchgegangen. Jetzt würde ich einmal das Barthaar anfeuchten, damit ein Feuchtigkeitsfilm auf der Haut ist. Dann kann man das noch schöner aufschlagen. So, los geht's. Ich bin gerade wirklich einmal nur mit der nassen Hand einmal durchs Barthaar gegangen, absolut ausreichend, damit die feucht ist. So, dann Rasierseife aufschäumen. Den Rasierpinsel habe ich gerade einfach nochmal kurz unter dem Wasser geschwenkt, das langt auch und jetzt wird hier aufgeschäumt. Wie ihr jetzt schon seht, schaut man ins Verhältnis. Ich will mir jetzt hier nicht alles voll sauen, deswegen mache ich es unten. Der passt da kaum rein. Also wenn der sich, ich sag mal, noch auffächert, passt der kaum in den kleinen Tiegel, in das kleine Töpfchen rein. Aber gut, sei es drum. Ihr seht schon, hier unten läuft es raus. Es ist auch gerade hier nur für die Schaumaufnahme. Danach geht es im Tiegel weiter, dass ich mir den richtigen Schaum aufschlage. Aber jetzt erstmal hier, um Schaum zu erzeugen. So. Sollte, glaube ich, schon reichen. Jetzt geht es im Titel weiter. Ich hoffe, es klappert nicht zu sehr. So, sonst, wie geht's euch? Alles klar? Wir haben uns wirklich alle lange nicht mehr gesehen. Also, wie gesagt, mir geht's gut.
Bei mir ist alles in Ordnung. Mittlerweile, es ist ja interessant, ich habe sonst immer gesagt, wegen Corona alles Gute für euch. Hoffentlich überstehen wir es bald. Jetzt zumindest, was man den Medien entnehmen kann, Corona ist besser geworden. Wir haben zwar jetzt andere Probleme, brauche ich euch nicht zu erzählen, aber Corona könnten wir überwunden haben. Also alles Gute für euch. Gemäß meinem alten Ritual. Nee, ist ernst gemeint. So. Schaum, der wird. Oh, und der riecht toll. Noch ein bisschen Wasser. Ich merke das immer, wenn im Titel unten ein bisschen zu wenig Seife drin ist. Wenn das Ganze noch zu trocken ist, einfach kurz nochmal den Pinsel und das Wasser. Dann wird der Schaum super. Dann hat er ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Der Pinsel ist toll. Schaut mal hier. Den kann man wirklich oben gut festhalten und rührt nicht so mit der Hand im Topf rum. Also insofern sehr praktisch. Ach, was ich vorhin auch noch sagen wollte, während ich hier aufschaue, was werde ich in den kommenden Videos machen? Das hatte ich schon in dem letzten Video, meine ich, berichtet, vor einigen Monaten. Ich habe ganz, ganz viele Proben. Also ich bin gerade so ein bisschen der Meinung, oder war ich eigentlich schon die ganze Zeit, ich habe bestimmt Proben, ich kann keine Zahl sagen, aber viele, viele, viele. Und die werde ich jetzt alle erstmal durchnehmen. Also bevor ich wieder diesen Wahnsinn, diesen Konsumwahn fröne, dem ich mal zwischenzeitlich verfallen war, dann werden jetzt erstmal alle Proben durchgenommen. Das finde ich ja auch toll. Die Seife ist da, die Aftershaves sind da, der Balsam ist da. Und da hat es auch jedes mal zumindest in ein Video, oder es hat verdient, dahin zu kommen, dieser Produkte. So, so viel dazu. Gleich geschafft. Schaut euch das jetzt mal an. Sieht doch schon toll aus. Jetzt würde ich sagen, einseifen, los geht's. Boah, das ist ein toller Schaum. Ganz soft, ganz reich und ganz mild auf der Haut. Und der Pinsel ist halt auch toll. Ich könnte das gerade so lassen, ich müsste mich gar nicht rasieren, so jetzt rein vom Gefühl her. Aber nein, die Haare sollen runter, deswegen trage ich das Zeug auf. Es wurde ich auch in einem Video gefragt, wie sich denn, ich weiß gar nicht, was es war, der Mühle Rocker oder irgendwas an der Oberlippe verhält. Das habe ich halt auch geschrieben. Tendenziell rasiere ich mich nicht an der Oberlippe. Da kann ich es nicht sagen, aber ich rasiere mich an der Unterlippe. Falls der Mühle Rocker mal wieder kommt, werde ich dazu berichten, wie er sich an der Unterlippe verhält. Also die Seife ist toll, der Pinsel ist toll. Schaut mal hier, ich habe fast saubere Hände. Ah, und das mache ich auch. Der kommt jetzt hier in den Titel, da bleibt der stehen bis zum nächsten Durchgang. Heute wird es drei Durchgänge gehen, wie immer. Erster Durchgang mit dem Strich, dann quer zum Strich, dann gegen den Strich. Ich habe jetzt auch die Erfahrungen gesammelt in meiner Shaving-Karriere oder in meiner Shaving-Zeit. Eigentlich langt es, wenn ich gegen den, mit dem Strich rasiere und gegen den Strich. Aber wenn man nochmal quer zum Strich geht, ist es nochmal gründlicher. Weil da berichten ja auch manche von, dass Haare kreuz und quer wachsen. Das ist auch so. Also der Körper, der sagt ja nicht nur, hier Haare wächst runter oder wächst hoch, die können auch zur Seite oder nach vorne wachsen. Also insofern, umso mehr Richtungen man rasiert, umso gründlicher wird es natürlich. So, King C Gillette mit auch King C Gillette Klingen drin. Der wird jetzt einmal unter dem warmen Wasser angewärmt, dann ist er noch ein bisschen softer auf der Haut. Das sind so meine Erfahrungen. Einfach nur kurz unter dem warmen Wasser. Und das langt schon. Also los geht's. Erster Durchgang mit dem Strich. Schon wieder Sprachfehler. Boah, ist der soft. Hört ihr dieses helle Schwingen? Das ist toll. Also die Klinge ist ganz neu, ganz scharf. Das gleitet gerade so durch. Auch hier wichtig, keinen Druck. Diese Rasierhobel, das ist ja festes Metall, wo eine Metallklinge drüber gespannt ist. Also hier gibt nichts nach. Das heißt, wenn man hier drückt und da ist eine Hautunebenheit, ein Pickel oder irgendwas, dann ist er weg oder er ist angerissen. Also insofern schön nur drauflegen und runterziehen. Also wirklich super soft. Ich
kann es auch hier nur sagen, ich wurde auch schon gefragt, hier, was soll ich mir mal für einen Hobel kaufen oder wie kann ich ihn anfangen, testen und so weiter. Hier, ich weiß es nicht, das Ding kostet, glaube ich, 10 Euro in der Drogerie mit ein paar Klingen. Das ist jetzt keine Werbung, ist mir egal. Also kauft, was ihr euch wollt. Das ist schon ein super Teil und für ein paar Euro, da gibt es natürlich teure und bessere Hobel, aber hier macht er nichts falsch. Ich gebe es auch mal an euch zurück, ist richtig schön, wieder ein Video zu machen und wieder zu erzählen. Ich freue mich auch schon auf die Diskussion oder den Video, ist super. So, ich würde sagen, einmal Gesicht abspülen und Rasierer abspülen, dann kommt der nächste Durchgang. Sehr schön. So, auch hier der Schaum, der hält super gut. Also hier verfällt nichts. Also jetzt an der Oberlippe war er ein bisschen dünn, habe ich aber auch dünn aufgetragen, aber hier der Schaum, der fällt nicht in sich zusammen, ganz toll. Das ist so sanft auf der Haut. Ganz toll. Der Geruch ist einmalig und das Gefühl, das ist wie so ein feuchter, ich würde mal sagen, auch fessig Schlappen im Gesicht. Ganz toll. Immer aufpassen, den Schaum von den Händen waschen und die Seife von den Händen waschen. Nasse Hände sind nicht schlimm. Seifige Hände sind klitschig. Dann flutscht der Rasierer gut aus der Hand, aber nein, so schlimm wird's nicht. So. Nächster Durchgang. Bei mir, ich rasiere immer von der Nase zum Ohr. Man kann es genauso anders machen. Bei mir die bessere Wuchsrichtung. Los geht's. Hört ihr das? Da geht richtig schön was runter. Muss man kurz still sein wegen den Konturen. So. Einmal kurz Konturen nochmal. So, geschafft, sehr schön. Dann auch hier wieder Gesicht abspülen, dann letzter Durchgang. Fühlt sich jetzt schon toll an. Ich merke natürlich jetzt noch, eigentlich könnte ich aufhören, aber gegen den Strich ist da immer noch ein bisschen was zu holen und dann ist man wirklich extrem glatt, wie ich es toll finde.
Also hier der Schaum, der hält und hält. So, jetzt mal auf der Seite zuerst. Ich finde es hier immer so schade um den Schaum hier. Also hiermit könnte man sich noch dreimal rasieren, kommt vorbei. Nein. Also, das wird jetzt ausgespült und weggemacht. Also ich habe ja noch wirklich nur ganz wenig aufgenommen, weil das ist halt so. Also man muss halt immer so einen Mittelweg finden zwischen der Schaum ist reich und gut und ist genug da und ist es zu wenig drin, weil das ist auch wieder doof. Wenn du einen Schaum hast, der, also ich finde einen tollen, dünnen, so einen 1-2 mm Schaum finde ich perfekt, wenn ich so wie aus der Dose so ein, ich übertreibe mal, 1 cm Schaumschicht habe, das ist für mich auch nichts. Da kriegst du ja keine Konturen und nichts mehr hin. Aber der muss schon da sein, der Schaum. Also wenn es nur verwässert und verfällt, dann ist es auch nichts. So. Einmal wieder angewärmt, letzter Durchgang gegen den Strich. Das ist immer jetzt die Königsdisziplin. Also ich sag euch, super sanft. Bei mir hier reißt nichts, hier zieht nichts, das geht durch wie Butter. Hört ihr auch, da ist fast kein fast kein Geräusch mehr da. Natürlich ist auch der dritte Durchgang, da ist ja schon fast nichts mehr da. So, perfekt, wir haben es geschafft. Ich bin ja mal gespannt, die Klinge hier, sie unten, der Schaum löst sich super auf. Die Klinge werde ich jetzt mal die ganze nächste Woche verwenden. Ich bin mal gespannt, weil heute, klar, die war neu, die war super scharf, aber auch hier in der Kombi unglaublich. Also, wie gesagt, ich tue mich auch nicht jeden Tag rasieren, manchmal auch nur jeden zweiten Tag. Das hat sich so ein bisschen eingependelt. Früher war es wirklich jeden Tag. Aber ich habe gemerkt, so viel Bartwuchs ist da auch nicht. Und gerade wenn er zwei Tage gewachsen ist, dann geht es noch besser weg, weil da halt was greift. Und die Klinge ist super scharf. Ich werde mal im nächsten Video, sofern ich es nicht vergesse, berichten, wie lange die Klinge durchgehalten hat, weil das waren auch schon so Fragen und in den Videos hier, wie lange benutzt du eine Klinge? Wirfst du die wirklich nach jedem Mal weg oder nimmst du die länger? Naja, wie lange nehme ich sie, so lange wie sie scharf ist? Also ich schmeiße die nicht pauschal nach jedem Mal weg, nur weil ich sie benutzt habe oder weil sie billig sind. Also finde ich immer ein bisschen interessant, aber nee, die wird so lange verwendet natürlich, wie sie scharf ist. Das ist in jedem Rasierer so. So, hier ein kleiner Mini-Spot, aber ansonsten hier. Jetzt, was mache ich jetzt? Eiskaltes Wasser und einmal das Gesicht durchspülen. Das zieht die Haut zusammen, erfrischt auch und danach fühlt man sich super. Und da sind so kleine Minispots und dann kommt der Rest drauf. Also bis gleich. Einmal eiskaltes Wasser, den Hahn ganz nach rechts gedreht. Jetzt hier unten noch was hängen, deswegen musste ich noch mal nachspülen. Boah, ich sage euch, das ist super glatt, schaut mal. Also meine Haut, nicht nur, dass sie sich toll anfühlt, die ist wirklich, da ist kein Mikroherrchen mehr da.
Ich bin super glatt, habe ein tolles Hautbild, ein tolles Gefühl. Und jetzt legen wir noch ein bisschen nach. Was mache ich? Das wurde ich auch schon gefragt. Hier, warum nimmst du Aftershave und Balsam? Ich nehme entweder, die meisten sagen, ich nehme entweder Balsam oder Aftershave. Könnt ihr machen. Also kann man machen. Warum mache ich das? Habe ich auch schon mal erklärt. Wenn ich erst das Aftershave drauf mache, erstens riecht es toll. Und das hat ja auch so eine antiseptische Wirkung. Also gerade der Alkohol da drin also desinfiziert ja auch nochmal. Bei mir beugt das Pickeln vor Hautunreinheiten. Also es tut noch einfach mal reinigen und desinfizieren. Also weniger reinigen, eher desinfizieren und riecht toll. Und den Balsam, den ich hinterher mache, der macht die Haut schön feucht und so schön reich. Und da fühle ich mich wirklich den ganzen Tag entspannt im Gesicht. Das ist meine Aussage dazu, warum beides. Also, Gella Aftershave, da muss man nichts schütteln, das ist durchsichtig, da kann man nichts vermischen, da sind keine Öle oder irgendwas drin, also insofern einfach ein bisschen auf die Hand und einreiben, oder draufreiben, besser gesagt. Der Geruch, der ist toll. Ich muss ja sagen, ich habe es vermisst. Es riecht einfach nur toll. Ich schmier's mir gerade noch in die Arme. So. Gella. Was steht denn da so drauf? Aftershave Balm. Na dann, los geht's. Einfach so ein kleines Kläckschen. Wow. Also die schmier ich mir auch immer, wie ihr seht, hier in die Stirn und ins ganze Gesicht. Creme ist hier nicht nur für die Backen. Oh, das tut direkt entspannen. Es fühlt sich einfach nur toll an. So, geschafft. Jetzt gehen wir noch einmal die Produkte durch, dann sind wir wirklich durch. Also, abschließendes Fazit erstmal. Die Haut fühlt sich toll an. Es war eine unglaublich gute Rasur. Ich bin super gründlich, 3 Durchgänge. Ich kann super den Samstag starten. Wir haben gerade 20 nach 11 am Samstag. Also am Vortag, wenn ihr das schaut. Und es fühlt sich toll an, der Tag kann kommen. Was hatten wir? Wir hatten den hier, den Standardrasierer King C Gillette mit einem geschlossenen Kamm mit einer King C Gillette Klinge drin. Tolles Teil. Also wenn ihr mal wirklich in irgendeiner Drogerie oder wo auch immer den findet, wollt mal einen Hobel testen, testet mal. Könnt ihr dann viel kaputt machen für einen 10er oder was er auch immer kostet. Tolles Teil. Also für meine Empfindung, für mein Erlebnis. Ihr habt es gerade gesehen, es sind meine ganz persönlichen Empfindungen, aber wirklich super gut. Und ich bleibe mal unten. Das hatte ich sonst noch hier, den Razor Rock 400. Gehört schon mit zu meinen Lieblingspinseln. Ist auch ein ganz tolles Teil. Also langer Griff, ein ganz sanfter Knoten vorne drauf, synthetisch, nicht tierisch. Ist jetzt eher so ein Beifang, würde ich mal sagen. Hält den Schaum toll, ist ganz sanft. Kann man auch mal testen. Mein Erbetitel, ist halt eine Tasse, finde ich auch ganz toll. Hat einen Knauf an der Seite. Für mich perfekt. Manche sagen, jeder hat keine Rillen unten drin, da kann man keinen Schaum aufschlagen. Ich kann damit genauso ohne Rillen Schaum aufschlagen. Ich könnte auch eine Kaffeetasse nehmen oder irgendwas, will aber keine Kaffeetasse zum Schaum aufschlagen nehmen. Deswegen habe ich hier das Ding, also ein ganz toller Artikel. So, was hatten wir sonst noch? Ich muss mal wieder meine seifigen Hände von der Seife befreien. Wir hatten noch hier die Gella, das Gella Aftershave, ganz toll. Also riecht toll, ist halt ein Aftershave, ist Alkohol auf der Haut und riecht gut, tolles Zeug. Jetzt hat man hier noch den Gella Balm, auch wirklich ganz toll. Also ich habe ein ganz feuchtes Gefühl auf der Haut. Die Haut sieht toll aus. Wenn ihr wollt, testet mal, wirklich sehr schön. Jetzt hebe ich ihn nicht hoch, weil er noch ein bisschen seifig ist. Mein kleines Tiegelchen mit der Gella. Also ihr hört schon raus, ich bin schon so ein bisschen Gella-Fan. Also hier auch wirklich Gella, sehr toll. Eine tolle Seife. Ihr habt sie gesehen, wie sie ist. Sie riecht toll, fühlt sich toll an. Ist auch ein Versuch wert. Ich kann nichts zu den Inhaltsstoffen sagen, habe ich nicht zu gelesen. Lest die bitte selber durch, ob die für euch gut sind, nicht gut sind. Bei mir ist es gut so. Habe ich alles gehabt. Ich meine, das sollte alles gewesen sein. Wir sind durch. Wir haben auch gleich eine halbe Stunde. 29 Minuten 15. Also wir sind super in der Zeit. Also, das war mal wieder von mir ein Rasiervideo. Es hat mich sehr gefreut. Ich werde wieder regelmäßig Videos bringen. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin auch immer sehr gerne mit euch in Kontakt. Schreibt mit euch, unterhalte mich darüber.
finde es schön, auch sowas zu präsentieren und das zu machen. Tut gerne mal, wenn ihr wollt, Vorschläge unter die Videos posten, Verbesserungen oder was auch immer. Oder mach mal das, tu mal das, sofern ich es habe, präsentiere ich es gerne auch. Aber wie gesagt, ich will jetzt erstmal, das werde ich auch tun, die Seifen und die Proben, die ich schon habe, die ich schon vorhanden sind, die werde ich jetzt erstmal alle durchtesten. Also wenn einer einen Wunsch äußert und der Wunsch ist hier dabei oder ein Teil ist dabei, zum Beispiel der Hobel, die Klinge, die Seife, bringe ich es gerne auch gerne in Kombination. Natürlich, wenn es nicht dabei ist, dann ist es halt nicht dabei. Aber wie gesagt, das wird jetzt erstmal so der Plan sein für dieses Jahr, also für das Jahr 2023. Gut, wie immer, ich wünsche euch allen alles Gute. Bleibt gesund, wenn ihr nicht gesund seid, werdet gesund, habt eine schöne Zeit. Geht raus, bleibt drin. Ich finde rausgehen immer schön, ist auch Geschmackssache. Also habt eine gute Zeit und ich wünsche alles Gute und einen schönen Sonntag. Bis bald, macht's gut. Ciao, ciao.